zusammen feiern, dann wäre das wir zusammen feiern. Wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ich hoffe, Sie verstehen mich soweit. Bin ich laut genug auf jeden Fall, oder? Ja? Ja, gut. Okay. Wir haben zwei Lieder, die auch auf Französisch zu singen sind. Fühlen Sie sich frei zu singen, wie Sie wollen. Und ja, ich hoffe, es wird ein schöner Gottesdienst für uns alle. Das erste Lied finden Sie in dem roten Buch, in dem dicken, im Gesangbuch, unter der Nummer 515. Laura Tessin. Die Lieder haben die Kinder ausgesucht. Es geht ja auch um Sie. Das geht um das Buch 515. Aber eins, das ist ganz vorwitzig.
das Ding sich blöder wird. Er sagt immer, geh da lang, geh hier lang. Ich kann das besser allein. Eines Tages versteckt sich das hinter einem Stein. Der Hirte zieht weiter mit seinen Schafen und merkt erstmal gar nicht, dass da eins fehlt. Und das kleine Schaf, oh, das hat Spaß. Das rennt die Berge rauf und wieder runter und freut sich hier, lacht ganz doll. Aber dann kommt die Nacht und das Schaf kuschelt sich, will sich ankuscheln, keiner da zu kuscheln. Und dann hört es Geräusche. Zählt 1, 2, 3, 65, 66, 67, 98, 99.
100. Erzählt nochmal. 1, 2, 3, 12, 13, 14, 98, 99. Eins fehlt. Was macht der Hirt jetzt? Sagt er auch, ist egal. Auf das eine Schaf kommt es nicht an. Selber schuld, wenn es wegläuft. Mir doch egal. Nein. Der Hirte nimmt seinen Stab und schaut überall nach. Hinter dem Stein, hinter dem Busch. Er rennt den Berg rauf und wieder runter. Er läuft und läuft. Endlich findet er das Schaf. Und er freut sich, nimmt das Schaf auf seine Schulter und sagt, das Schaf hat jetzt so viel Angst gehabt, das ist ja komplett fertig. Das braucht erstmal was zu essen. Er trägt das Schaf nach Hause. Gott, dem ist nicht egal, wo wir sind. Der will uns nicht strafen, der will uns suchen und finden. Und dann hat Jesus seinen Freunden gesagt, wenn ich mal nicht mehr da bin und ihr mich nicht sehen könnt, dann sollt ihr aber allen anderen sagen, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch gesagt habe. Denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das ist das, was wir bei der Taufe hören, dass Jesus sagt, ich bin bei dir. Damit ihr das noch ein bisschen besser versteht, habe ich das mal verglichen. Ihr beide spielt Fußball, ne? Adonai Bob, den da gesagt hat, das sollt ihr allen Menschen sagen. Und ihr sollt denen sagen, Jesus braucht euch in meiner Mannschaft. Was bedeutet das zu Jesus? Zu welcher Mannschaft möchtest du am liebsten gehören? FC Bayern München? Ja. Ah, okay. Da wollen natürlich die meisten gerne zuhören, das sind ja im Moment zumindest die Besten. Was müsstest du machen, um zu München dazu zu gehören? Torschießen. Genau. Ach, du musst, sag mal lauter. Torschießen, Nationalspieler sein oder Starspieler. Genau, das ist richtig hart trainieren, ne? Ganz viel trainieren, viele Tore schießen. Und dann sagt der Trainer, du bist gut, dich nehme ich. Da musst du gut bleiben. Bei Jesus ist das nicht so. Jesus sagt, ich nehme dich ganz gleich, was du kannst. Du musst nicht gut bleiben, du musst nur auf mich vertrauen. Und ein ganz neues Leben anfangen. Als Nationalspieler musst du das auch. Ne? Da musst du immer Fußball spielen. Den ganzen Tag, von morgens bis abends. Bei Jesus auch. Muss man Christ sein. Den ganzen Tag, von morgens bis abends. Christ sein, was heißt das? Was bedeutet das, wie Jesus zu leben. Wisst ihr das? Sag mal, an den Glauben. Genau, an den Glauben. Was hat er so gemacht? Er hat uns beschützt. Genau, er beschützt uns. Uns geholfen. Richtig, er hilft. Genau, noch was? Und ist mit dem Licht. Ja, ein Licht. Und das wollen wir auch für andere sein. Andere beschützen, andere helfen, andere ein Licht sein. Und darin sollen wir auch ganz viel trainieren. Immer wieder üben, üben, üben. Jesus sagt, wenn ihr das mal nicht schafft, ist das nicht schlimm. Aber ihr dürft nicht aufhören zu üben. Ihr seid jetzt in meiner Mannschaft. Ihr kommt durch die Taufe in meine Mannschaft. Und dann seid ihr Christen und dann brauche ich euch. Dann sollt ihr die Welt ein bisschen verändern, zu einem besseren Ort machen. Mit mir zusammen. Wie ist die Welt ein besserer Ort? Was ist nicht so toll in der Welt? So welche Leute gibt es, die schießen und so. Krieg, genau. Was würdest du sagen? Rauchen. Rauchen? Ja. Rauchen, die Eltern. Und trinken. Alkohol. Ein bisschen ist ja schön. Alkohol. Ja, Drogen, ganz schlimm, ne? Macht viele Menschen krank. Schießen, schlagen, schimpfen, solche Sachen. Und natürlich auch Armut, dass man anderen hilft. Aber Frankreich war schon so Katastrophe passiert. Ja, genau. Man soll immer wieder darauf achten, ob man anderen Menschen helfen kann. Das ist keine Bedingung, sondern weil ich Jesus liebe, tue ich das. Und weil Jesus mich liebt, kann ich das. Das wird euch gleich bei der Taufe gesagt. Du bist ein Star. Gottes Star.
Gottes großer Fußballstar. Und der braucht dich für seine Welt. Und alles, was du machst, in seinem Namen für gut. Er beschützt dich, du sollst beschützen. Er ist dein Licht, du kannst Licht sein. Er hilft dir, du kannst helfen. Und so werden wir dann ein Teil in Jesu großer Mannschaft. Und ja, eure Taufsprüche, wir sagen das auch. Adonai hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen und in Jesu meinen. Ich hoffe, dass dieser Spruch für dich wahr wird. Und Mino hat, der Herr ist. Jetzt singen wir das Lied Hallelu, Halleluja. Das finden Sie unter der Nummer 193 im blauen Buch. 193. 193. Blauen. Also nicht zweite, sondern die Liebezahl. Liebezahl 193. Und das kann man auf Französisch und Deutsch singen, durcheinander, einfach jeder wie er kann. Wir singen das zweimal durch. Ich glaube an Gott, den Vater, der hat Himmel und Erde und uns alle erschaffen. Er begleitet uns mit seinem Heiligen Geist, durch ihn gehören wir alle zusammen. Amen. Und so frage ich Sie nun, liebe Eltern und Paten, wollen Sie, dass Adonai
antwortet ja. Ja. Du auch, Flora? Ich sag ja. Sag ja? Super. Dann ist alles gut. So, dann fangen wir an mit der ersten Taufe. Ich habe das hier so schön in die Mitte gerückt, damit erstmal schon mal alle nach vorne kommen können, die hier drin rumstehen wollen sollen und so. Im Heiligen Geist, Gottes Geist, sodass dann der Geist gleich zu euch kommt. Wir gießen jetzt einfach ein bisschen ein und dann kann jeder so heimlich, Entschuldigung, seine Wünsche für die drei Kinder mit hineinlegen in das Wasser. Einfach ein bisschen eingießen und so füllt sich das. Genau, warm, das ist auch angenehm. So. Reingießen für dich. So, ganz viel Wasser ist da jetzt drin. Das Wasser soll sich verbinden mit Gottes Geist oder Gott verbindet sich mit dem Wasser, sodass er sich mit euch verbindet. Aber da fehlt jetzt noch was, nämlich die Kerze. Vielleicht kann man die Patenkante, die erste Kerze nehmen, die ist für Adonai, und da hinten an der Osterkerze anzünden. Im Namen des Vaters und des Sohnes. Der Herr des Friedens umgebe dich mit all seinem Frieden zu jeder Zeit und auf jede Weise. Der Fisch ist das älteste Zeichen von den Christen. Die haben sich immer einen Fisch und öfters Atem. So, jetzt. Bist du eine Kerze? Steht da vorne, wir können wir aber gleich wieder da abstellen und dann müssen wir die Kerze machen. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr des Friedens, so gebe dich mit all seinem Frieden. Jeder Zeit und auf jede Weise. Es segne und behüte dich der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So. Als bei Bayern München zu spielen. Nein, das Spiel. So. Guck mal, kannst du das?
Finsternis vergeht, aber das wahre Licht scheint jetzt. Ich hoffe auch in deinem Leben. So, jetzt musst du mal den Kopf da drüber tun. Guck mal da rein. Super. Siala Fisten Gloire Mungu. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und auf jede Weise. Es segne und behüte dich der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Super. Toll gemacht. Seufzer ein schönes Lied und eine Antwort auf jedes Gebet. Lieber Gott, begleite Adonai auf seinem Lebensweg und hilf ihm immer, wenn er dich braucht. Jetzt kommt Milor. Milor, du hast Augen, Ohren, Hände und einen Mund, Verstand und viel Gefühl. Du kannst alles sehen, hören, schmecken, riechen, fühlen und verstehen. Die Liebe deiner Eltern und die Schönheit der Tiere und Pflanzen und noch vieles mehr. Lieber Gott, begleite Milor auf seinem Weg durchs Leben. Sei wie ein Schutzengel immer ganz dicht bei ihm. Jetzt noch für Gloire. Ja. Gloire, wir alle wünschen dir Neugierde und Lust auf das Leben. Thank you.
von ihnen fern oder lass sie daran wachsen und stark werden. Und lass sie an schweren Augenblicken nicht verzweifeln, sondern mit deiner Hilfe den richtigen Weg finden. Stärke ihre Eltern bei ihrer Aufgabe, die Kinder zu erziehen. Lass sie erfahren, dass dein Wille eine gute Orientierung, ein zufriedenes und friedliches Leben ist. Und erhalte ihnen ihre Freundschaften, die ihnen Kraft geben. Wir denken heute auch an all die Kinder in der Welt, die ihre Eltern verloren haben. Schicke ihnen Menschen, die ihnen Liebe und Aufmerksamkeit und Treue entgegenbringen, damit auch sie einen sicheren Start ins Leben haben. Herr, wir sind so schwach und klein, wenn wir das Leben bedenken. Wir bitten dich, lass uns glauben, dass durch Jesus Christus dein Reich schon angebrochen ist und wir ein Teil davon sind. Mit den Worten Jesu beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und die Ewigkeit. Amen. Jetzt dürfen Sie noch einmal Platz nehmen. Wir singen jetzt noch das Lied 8 aus dem Kindergesangbuch. Halten Sie zu mir, guter Gott.